Gymnasium zeichnet aus, dass wir einen Leistungskurs Wirtschaft anbieten und dass insgesamt der Bildungsgang ausgerichtet ist im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Und das bedeutet, dass es natürlich vorbereitet auf ein Studium, auch in dem Bereich, also im Bereich Wirtschaft oder auch im Bereich Rechtswissenschaften beispielsweise. Aber wir haben durchaus auch Schülerinnen und Schüler, die sich für andere Dinge interessieren und mit der allgemeinen Hochschulreife dann studieren können, was sie wollen. Das ist nicht nur etwas für Leute, die später Wirtschaft studieren wollen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das vermittelt so viel Allgemeinwissen, dass uns dabei hilft, die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Was machen wir da eigentlich während der 3 Jahre, angefangen in der 11. Klasse mit wesentlichen Grundlagen und Basics? Da verstehen die Schüler und Schülerinnen erstmal die wesentlichen Fachbegriffe und bekommen ein grundlegendes Verständnis für wirtschaftliche Prozesse. In der 12. Klasse konzentrieren wir uns dann voll und ganz auf das Unternehmen an sich und steigen ein in die Prozesse und Strukturen eines Unternehmens, versuchen zu verstehen, wie ein Unternehmen überhaupt funktioniert, angefangen von der Beschaffung über die Produktion, Finanzierung, Investition bis hin zum Absatz. Und in dem Zusammenhang nutzen wir natürlich auch die Gelegenheit, die Schüler und Schülerinnen ganz praktisch daran heranzuführen, indem wir beispielsweise Werksbesichtigungen durchführen. In der 13. Klasse konzentrieren wir uns dann auf volkswirtschaftliche Themen. Das ist immer dann sehr spannend, wenn gerade drumherum sowieso viel passiert, wie es ja auch jetzt gerade der Fall ist. Das heißt, wir schauen uns genau an, wie funktioniert eigentlich eine Volkswirtschaft wie Deutschland? Was sind die Herausforderungen? Welche Rolle der Praxisbezug bei Campus spielt, kann man auch sehr schön daran sehen, dass wir unseren Schülern und Schülerinnen eben nicht nur das theoretische Wissen mit an die Hand geben, sondern sie beispielsweise auch im Unterricht in Berührung kommen mit SAP-Systemen. Eines der wesentlichen Systeme, mit den großen Konzernen sowieso arbeiten. Ich unterrichte gerne bei Campus Berlin, weil wir es immer wieder schaffen, die vielfältige Schülerschaft, die wir hier haben, trotzdem zusammenzuführen und hier es schaffen, dass sie motiviert an ihrem Schulabschluss arbeiten können und den auch dann oft mit großem Erfolg hier ablegen können. Ich mag, dass die Lehrer sehr offenen Unterricht machen und sehr mit den Schülern auch interagieren. Es ist sehr offen einfach und ich finde die Lehrer einfach menschlich sehr schön auch. Ja. Campus Berlin zeichnet sich durch ein wertschätzendes und freundliches Miteinander aus. Diese Atmosphäre entsteht unter anderem dadurch, dass in Klassenleiterstunden die Klassenleiter sich für ihre eigene Klasse Zeit nehmen können, alle Probleme aus der Welt geschafft werden können und eine sehr familiäre Atmosphäre und Stimmung herrscht. Bei Campus Berlin unterrichten wir im modularen System. Das bedeutet, jede Klasse konzentriert sich eine Woche lang auf nur ein Thema, zum Beispiel eine Woche Wirtschaft und in der nächsten Woche dann eine Woche Deutsch oder Rechnungswesen. Das ist für die Schüler schön, weil sie sich richtig konzentrieren können und nicht in Gedanken schon im nächsten Fach stecken. Und für die Lehrer ist es gut, weil sie wirklich Zeit für ihre Klasse haben und sich um diese Klasse ganz intensiv kümmern können. Sollten Probleme oder Schwierigkeiten auftreten, haben wir eine sehr einfühlsame Schulsozialarbeiterin, die jederzeit als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Als Schulsozialarbeiterin bei Campus kommen Schüler und Schülerinnen zu mir, die irgendwas sehr beschäftigt und zum Beispiel vom Lernen abhält. Das können schulische Themen sein, das können familiäre Probleme sein, das können auch so psychische Unterstützungswünsche sein, also ganze Bandbreite. Wir sind bei Campus hier sehr stolz darauf, eine sehr gute technische Ausstattung zu haben. Das fängt an bei iPads in jedem Klassenraum, hin über PCs, die den Schülern zur Verfügung gestellt werden können. Beziehungsweise wir haben auch hier sehr gut ausgestattete PC-Räume.
Wir arbeiten mit diesen Big Pads. Im Vergleich zu traditionellen Tafeln ist hier sehr viel mehr möglich. Wir können Präsentationen hier laufen lassen, wir können Videomaterial laufen lassen. Es ist aber auch ein direktes Arbeiten an den Big Pads möglich. Und die Schüler haben die Möglichkeit, hier direkt mit den iPads mit uns zu interagieren.